Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Ausgabe von Börsenplatz. In den nächsten 12 Minuten geht es um nachhaltiges Investieren. Ja, Börse und Ethik, wie passt das zusammen, wird sich der eine oder andere von Ihnen vielleicht fragen. Und dass das sehr gut funktionieren kann nebeneinander, hat die Steiler Ethikbank in den letzten Jahren erfolgreich bewiesen. Und ich freue mich jetzt, Norbert Wolf begrüßen zu dürfen. Er ist Geschäftsführer der Steiler Bank. Ja, guten Tag, Herr Schick. Hallo, Herr Wolf. Es gibt ja immer noch viele Investoren, die meinen, Moral habe an der Börse nichts verloren. Was setzen Sie entgegen? Ja, Moral ist etwas, was unser Leben ausmacht. Ja? Dass wir urteilen danach, wir handeln danach. Und das muss natürlich auch beim Investieren der Fall sein. Und man kann nicht beim Investieren oder an der Börse oder wenn man Aktien erwirbt, einfach die Moral außen vor lassen, sondern sich anschauen, was macht das Unternehmen, welche Wirkung hat es für die Gesellschaft. Und das finde ich enorm wichtig. Alles andere ist für mich persönlich auch, geht so ein bisschen in die Richtung Zockerei. Und das ist etwas, was der normale Investor eigentlich gar nicht möchte. Schauen wir doch gleich mal auf ein paar Grafiken. Da sieht man, nachhaltiges Investieren kommt bei den Investoren immer besser an. Ja, wir haben ja seit vielen Jahren gute Wachstumszahlen in den Voluminas. Treiber sind im Moment aber wirklich noch die institutionellen Anleger, die einen gewissen Druck natürlich verspüren. Ob das jetzt der gesetzliche Druck ist oder der Druck von den Investoren, die dort investiert sind. Publikumsfonds haben ebenfalls gute Wachstumszahlen. Aber hier sind die Berater gefordert, noch mehr auf das Thema Nachhaltigkeit aufmerksam zu machen. Das Wachstum sieht man auch ganz gut in diesem Bereich, wenn man diese nächste Grafik sieht. Hier kommt immer mehr Volumen rein. Ja, wir haben bei den Publikumsfonds in dem Dreiländereck Österreich, Schweiz und Deutschland mittlerweile 40 Milliarden in nachhaltigen Fonds investiert und die Mandate sind bei 43 Milliarden. Es ist aber im Verhältnis zum gesamten Fondsvolumen natürlich noch sehr niedrig, aber wir merken, dass gerade in den letzten Jahren dort enormer Zuspruch ist und die Entwicklung nicht mehr aufzuhalten ist. Nach welchen Kriterien wählen Sie in Ihrem Haus denn Ihre Investments aus? Wir gehen nach dem sogenannten Best-in-Class-Ansatz vor. Das heißt, wir schauen erstmal nach Positivkriterien. Das bedeutet, wir schauen, wie die Unternehmen unter die sozialen und ökologischen Gesichtspunkte in ihrem Umfeld handeln. Und diese werden bewertet anhand von jeweils 100 Kriterien. Und in der Branche wird dann ein sogenanntes Best-in-Class-Verfahren stattfinden. Und der Beste ist für uns das nachhaltige Unternehmen. Hinzu kommen zahlreiche, ich sage jetzt mal, Ausschlusskriterien wie gewisse kontroverse Geschäftsfelder oder kritische Geschäftspraktiken. Die führen dann wiederum zu einem Ausschluss. Und dann haben wir eigentlich das nachhaltige Anlageuniversum. Und wenn wir das haben, kommen quasi die Finanzkennzahlen hinzu, die wir beobachten. Und dann kommt es zum Investment eines Unternehmens. Ja, Stichwort kritische Geschäftspraktiken. Scheiden da Google und Facebook vielleicht als Investment bei Ihnen aus? Also bei Facebook sind wir so weit, dass wir nicht investieren. Das hat unterschiedliche Gründe. Erstmal habe ich ja eben gesagt, ökologische und soziale Transparenz ist noch nicht so vorhanden. Bei Google können wir sagen, dass Google schon ein gutes Unternehmen ist. Sie bekommen von uns ein Rating von C+ und sind somit im Anlageuniversum enthalten. Denken Sie an den Google Campus, der kommt, der auch unter ökologischen Gesichtspunkten konzipiert worden ist. Und denken Sie an die soziale Kompetenz von Google für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Da macht Google eine ganze Menge. Gibt es denn jetzt so einen Index für Nachhaltigkeit und Ökologie, woran sich der Anleger orientieren kann, der eben ethisch und nachhaltig investieren will? Ja, wir haben aufbauend auf diesem Konzept gibt es einen Index, der nennt sich Global Challenges. Und daran kann man sich schon mal orientieren. Wir werden aber in Zukunft, das wird Anfang 2015 der Fall sein, werden wir ein erstes Label bekommen, wo man erkennen kann, ob es sich um ein Nachhaltigkeitsprodukt handelt oder nicht. Herr Wolf, ist Gold für Sie auch ein ethisches Investment? Also Gold sehen wir als Investment eher kritisch. Denken Sie an die schwierigen Bedingungen, Gold zu gewinnen, also unter menschenunwürdigen Verhältnissen. Ich kenne Patres, also Missionare, die selber in Minen in ihrer Jugend und Kinderzeit gearbeitet haben und das sehr problematisch fanden. Denken Sie an den Quecksilbereinsatz, hochgiftiges Quecksilber. Insofern muss man
als ethischer Investment oder als ethischer Investor sollte man nicht in Gold investieren. Aber jetzt gibt es doch auch immer mehr Goldsucher und Goldförderer, zum Beispiel aus Kanada, die jetzt auch hohe Ökologiestandards und Sozialstandards erfüllen, oder? Das wäre doch ein Argument. Ja, das ist auch etwas, was ich schon mal gesagt habe, dass man gerade die Unternehmen auf den Prüfstand stellen sollte, die in diesem Bereich tätig sind. Und da gibt es auch ein oder zwei Unternehmen. Wir selber haben in unserem Fonds, glaube ich, Anglo-American als Top-Unternehmen unter nachhaltigen Gesichtspunkten mit aufgelistet. Kann man jetzt sagen, dass der Preis für ein gutes Gewissen weniger Rendite für den Investor bedeutet? Also es gibt jede Menge Studien, die genau das Gegenteil zeigen. Wir sehen jetzt hier unseren eigenen Steiler Fair und nachhaltig Aktien mit einer hervorragenden Performance für die letzten 24 und 12 Monate, mit der wir sehr, sehr zufrieden sind. Und im Vergleich zu konventionellen Fonds auch hier durchaus besser abgeschnitten hat. Nicht so gut wie der DAX, aber wir sind auch nicht vollständig in Deutschland investiert. Insofern sieht man hier ein Plus von 24% und von fast 14% auf den letzten 12 Monaten. Und in diesem Jahr hat er sogar den DAX geschlagen. Also wir sind über 4. Der DAX war zumindest bis gestern bei etwas unter 4. Also in diesem Jahr hat unser Fonds sogar den DAX geschlagen bisher. Der Vorteil ist ja auch hier, man sieht, dass er nicht so volatil ist wie der DAX. Ja, das ist etwas, was natürlich Nachhaltigkeit auch ausmacht, dass man in Unternehmen investiert sind, die eine gute Reputation haben, die alles dafür tun, dass die Reputation erhalten bleibt und die nicht so hohe Schwankungen aufweisen wie andere Unternehmen. Herr Wolf, wenn wir uns jetzt die Top 10 Positionen in diesem Fonds anschauen, in diesem Aktienfonds, dann fällt auf, Linde, die stärkste Position. Was zeichnet dieses DAX-Unternehmen aus in Sachen Nachhaltigkeit und Ethik? Ja, Linde ist von Anfang an in unserem Anlageuniversum enthalten, hat hervorragende Umweltstandards, hat hervorragende Sozialstandards in Bezug auf Arbeitsplatzsicherheit und ist in ihrer Branche auch ein führendes Unternehmen unter nachhaltigen Gesichtspunkten. Und wenn man sich jetzt noch den Kurschart von Linde anschauen würde, dann zeigt sich das auch in der Performance von Linde, dass es halt ein Top-Unternehmen ist. Ja, der Chart läuft bilderbuchmäßig nach oben, sehen wir jetzt leider nicht. Ja. Aber uns fällt auf, im Bankensektor haben Sie sich für die italienische Intesa San Paolo entschieden. Was sind hier die Gründe? Ja, im Vergleich zu den Mitbewerbern hat Intesa San Paolo als italienische Bank hervorragende Ethik-Codes, also in Bezug auf, wie verhalte ich mich eigentlich bei der Finanzierung von kritischen Projekten möglicherweise, wie verhalte ich mich bei der Finanzierung von Rüstungsprojekten, bei der Parteienfinanzierung, alles das eingebaut, auch im Konsumentenkreditbereich. Und das ist etwas, wo Intesa führend ist und da können sich andere Banken noch eine Scheibe von abschneiden. Ihr Rentenfonds, der feiert jetzt einjähriges Jubiläum, aber durch die Niedrigzinspolitik wird es doch hier immer schwieriger, gute Performance zu erzielen jetzt, oder? Ja, zunächst einmal sind wir natürlich mit der Performance der letzten 12 Monate von 6,6% sehr zufrieden. Das kann sich sehen. Wir haben lange darüber nachgedacht, den eigenen Fonds aufzulegen, weil wir schon damals ein niedriges Zinsniveau hatten und sind total glücklich darüber, dass wir es gemacht haben. Wir haben eine Komponente eingebaut, dass wir bis 15% in Wandelanleihen investieren können, also auch ein Zwitterprodukt zwischen Renten und Aktien. Und das gibt diesem Fonds auch nochmal den Reiz, durchaus auch in niedrigsten Phasen des Zinsniveaus gut zu performen. Wenn wir uns jetzt hier die Top 10 Positionen anschauen, dann sticht dem einen oder anderen Investor doch ins Auge hier Siemens und Alstom. Siemens vor ein paar Jahren noch mit der Korruptionsaffäre und Alstom engagiert sich ja auch in der Kernkraft noch. Wie passt denn das jetzt zu einem ethischen Investment? Komme ich erst zu Siemens. Wir haben Siemens in der Tat damals ausgeschlossen aus unserem Anlageuniversum. Das war für uns ein nicht tragbarer Zustand. Heute würden wir einen sehr ernsthaften Dialog mit Siemens führen. Aber Siemens hat eine tolle Arbeit gemacht. Sie haben aufgeräumt. Sie haben die Managementfehler im Bereich der Korruption beseitigt und sind wieder in unser Anlageuniversum gekommen. Und das ist ja etwas, was ich vom Konzept her begrüßen kann, dass wir nicht immer nur ausschließen und mit dem Zeigefinger auf etwas zeigen, was nicht funktioniert, sondern dass wir die Unternehmen auch wieder die Chance geben, ins Universum reinzukommen. Und das ist Siemens gelungen. Und deswegen sind sie auch in unserem Rentenportfolio enthalten.
Alstom. Sprechen Sie an Kernkraft. Wir haben Kernkraft ausgeschlossen. Betreiber von Kernkraftwerken kommen bei uns nicht ins Portfolio. Alstom ist ein Komponentenanbieter mit einem Umsatzanteil von deutlich unter 5%. Und deswegen ist bei uns Alstom auch im Portfolio. Leider ein kleiner Rechtschreibfehler sehe ich jetzt hier. Alstom, ja. Alstom natürlich. Alstom, ja. Entschuldigung. Das hat mich auch gewundert. Adidas, drittgrößte Position. Was zeichnet das Unternehmen hier aus? Adidas wird ja immer kritisch beäugt, gerade wenn es auf die Fußball-Weltmeisterschaften zugeht. Wie wird die Textilproduktion sein? Und Adidas ist führend in der ganzen Art und Weise, wie sie ihre Zulieferbetriebe kontrolliert, wo sie darauf achtet, hervorragende Sozialkompetenz. Das ist etwas, was Adidas als Unternehmen auszeichnet unter nachhaltigen Gesichtspunkten. Und wir haben keine kritischen Geschäftsfelder, wir haben keine kontroversen Geschäftspraktiken bei Adidas. Insofern gehört es auch in unser Portfolio. Die Überschüsse jetzt aus diesen beiden Fonds, die wir gesehen haben, aus dem Aktienfonds und eben schauen wir nochmal auf den Rentenfonds, der ja wirklich sehr gut gelaufen ist mit den knapp 7% in einem Jahr. Ja. Die stecken Sie jetzt in Hilfsprojekte des Steyler Missionsordens und um welche Projekte geht es hier genau? Ja, für dieses Jahr geht es ganz konkret um eine Solaranlage auf ein Krankenhaus im Sudan. Dort sind Steyler Schwestern, die verantwortlich sind für dieses Krankenhaus. Und diese Solaranlage und die Energiegewinnung für das Krankenhaus wird in etwa 43.000, 45.000 Euro kosten. Und das werden wir in diesem Jahr mit den Mehrerträgen aus dem Fonds bezuschussen oder unterstützen. Ja. Ist ja auf jeden Fall eine gute Sache, auch für den Investor, der sich daran beteiligt. Win-Win-Situation für beide Geschichten. Der Investor verzichtet auf nichts. Im Gegenteil, er bekommt eine gute Rendite. Und wie unsere Aufgabe ist es, diesen Mehrertrag dann in ein Sozialprojekt umzuwandeln. Und planen Sie da in Ihrem Haus noch mehr Fonds aufzulegen? Jetzt sind wir erstmal glücklich mit den beiden Fonds, mit einem Aktienfonds, mit einem Rentenfonds. Und ich habe zwar schon einige Ideen, aber ich denke, die Situation ist jetzt so, dass wir sehr zufrieden sind mit der Entwicklung und dass wir das weiter ausbauen wollen und weiter auch in den Markt geben möchten. Herr Wolf, dann bedanke ich mich an dieser Stelle bei Ihnen für dieses Interview. Ja, und da sind wir auch schon wieder am Ende unserer Sendung angelangt, liebe Zuschauer. Ich hoffe, Sie konnten ein paar nützliche Informationen mitnehmen. Wenn Sie mit ruhigem Gewissen nachhaltig und ethisch investieren wollen, ich verabschiede mich jetzt an dieser Stelle bei Ihnen. Machen Sie es gut. Auf Wiedersehen.